Prozentrechnung, nehmen wir die Prozentrechnung. Ich erinnere nochmal, Prozent heißt von 100. Cent, ein Cent ist ein hundertster Teil von einem Dollar, von einem Euro. Centime, da war es der Franc, oder ein Centurio, da hat Leute angeführt. Wenn ich also sage, ich habe 3% von 400 Kilogramm, nehmen wir mal an, 3% von 400 Kilogramm Getreide sind von Mäusen gefressen worden, dann ist das schlecht zu rechnen. So schreibt man es nicht. Das Prozentzeichen stört. Übersetzen wir das in mathematische Sprache: 3 von 100 mal 400 Kilogramm. Ich habe extra die Kilogramm schon mal ein bisschen höher geschrieben, denn wir können unseren Bruchstrich, wenn es heißt mal, gehört das, was multipliziert wird, auf den Bruchstrich, unseren Bruchstrich verlängern. Das ist in diesem Fall jetzt ganz einfach. Wir können kürzen durch 100, dann entsteht hier eine 4 und 3 mal 4 ist 12, also sind 12 Kilogramm. Wenn man das mit dieser Schreibweise macht, kann man sich einen Haufen Ärger ersparen. Ärger meine ich insofern. Natürlich können wir uns solche Sachen merken wie Prozentwert, Prozentsatz, Grundwert und solche Dinge. Das geht. Ich zeige es mal kurz, was es ist. Nehmen wir mal in diesem Fall Pink. Das ist der Prozentsatz, diese Zahl. Klein p, Prozentsatz. Also Prozentsatz. Und dieses, das hier, die 400 Kilogramm, ist der Grundwert. G großgeschrieben dann. Also Grundwert. Jetzt kommt ein Ist gleich und dann kommt Groß P, das ist der sogenannte Prozentwert. Man kann sich so merken, also Groß P, Prozentwert. Was ist denn das wert, wenn ich das hier multipliziere und ausrechne? Prozentwert. Das ist schön, das ist nett, aber wenn man sich die Schreibweise so hinschreibt, kann man das Ganze nämlich auch rückwärts rechnen. Beispiel: Ein Mensch sagt zu einem anderen, haha, ich habe in diesem Jahr 20.000 Euro Zinsen bekommen. Sagt der andere, was hast du denn für einen Zinssatz gehabt? Na, 2%. Aha. Intern schreibt er sich das schon mit. Ah, du musst ja reich sein. Wie viel Geld hattest du denn? Ich sag dir doch nicht, was ich für Geld hatte. Lässt sich ganz einfach machen. Wenn ich die Rechnung so hingeschrieben habe, dann ist sie noch nicht richtig. Ich hätte es anders machen müssen. Die Frage ist ja nach dem Grundwert. Was hat der Kerl für Geld? Also muss ich das etwas umstellen und sagen, 20.000 Euro, das ist ja das, was er schon bekommen hat, wenn er etwas mit dem Zinssatz multipliziert hat. Also schreibe ich 20.000 Euro ist gleich 200 mal das Kapital. Ob ich jetzt Grundwert sage, G schreibe oder K, das ist in diesem Fall Schnuppe. Ich schreibe mal in diesem Fall doch mal G, damit jeder sieht und sich oben an der Gleichung orientieren kann. Jetzt ist es leicht. Ich habe eine Gleichung vorliegen, die kann ich wieder umstellen. Mich stört mal 2 durch 100, damit ich G alleine stehen habe. Also mal 100 durch 2. Dann habe ich hier 20.000 Euro mal, kleinen Moment, 100 geteilt durch 2 ist gleich G. Und schon habe ich es. Hier gibt es eine Frage. Ja, das war jetzt ein bisschen verwirrend, denn ich habe diese Gleichung, hier ist gleich P, habe ich umgedreht. Also das heißt hier, das hier. Das war Groß P. Das war der, was das wert wird, wenn ich das Grundkapital, das Kapital, den Grundwert mit 2% multipliziere. Ich komme da noch drauf, man kann es auch mit einer Verhältnisgleichung machen, ganz genau. Wenn ich es aber mit dieser mache, kommen wir mal ganz schnell zum Ende, gucken wir mal, durch 2 kann ich mir schenken, dann schreibe ich mal hier eine 1 darüber. Das ist gefährlich, das ist keine Zahl mehr. Deswegen ist es besser, wenn man es trotzdem, auch wenn es ein bisschen Schreiberei ist, macht und streicht lieber alles durch. Jetzt ist es eine Zahl. So, 10.000 mal 100 ist einfach, da hängen wir bloß die beiden Nullen dran. 1, 0, 0, 0, 0 und jetzt noch zwei Nullen. Ne, diese mal 100 nehmen, das ist gar nicht schwer. Und nochmal Euro nehmen und wir haben raus, was der Kerl an Geld hingelegt hat, nämlich rückwärts gezählt die Nullen, 1 Million hat er auf dem Konto gehabt. Gut. Das gleiche mit einer Verhältnisgleichung kann man machen, aber ich mache mal eine Pause zum Abschreiben. Das Ganze mit einer Verhältnisgleichung könnte ich auch so hinschreiben, dass ich sage, ich nehme mal jetzt dieses Beispiel hier unten.
dieses Beispiel und das Ganze kann ich dann oben auch nochmal machen. Also, wenn ich sage 20.000 Euro entsprechen nämlich 2%, dann schreibe ich das ruhig in Prozentschreibweise. Und ich möchte wissen, wie viel wirklich die ganzen 100%, nämlich das echte Kapital sind, dann schreibe ich hier mein x hin. Und dann kann ich mit der Verhältnisgleichung genauso arbeiten. Man sieht schon, wenn ich die Gleichung mal 100 nehme, damit hier unten dies durch 100 verschwindet, mal 100 und mal Prozent kürzen sich die Prozente. Ich hänge an die 20.000 Euro zwei Nullen ran, teile nochmal durch 2, habe ich auch 1 Million. Das gleiche hier oben, 3% von 400 Kilogramm sind 12 Kilogramm. Jetzt möchte ich mal sehen, wie das geht. Dann sage ich, naja, 400 Kilogramm, das sind nämlich 100%. Das ist alles. Das ist der Grundwert. Und ich möchte wissen, wie viel 3% sind. Dann schreibe ich meine 3% hier hin und schreibe hier hin, was ist es denn wert, mein P. Ich hätte hier auch G hinschreiben können. Das ist egal. Dann kann ich hier wieder genauso arbeiten. Das geht genauso. Schöner Hinweis. Pause. Machen wir jetzt mal schnell eine Übung. Ich werde mal eine Aufgabe stellen und werde die entsprechend kommentieren. Beispiel: An einer Schule gibt es 620 Schüler. Also gegeben, Kurzschreibweise, damit wir dann besser zurechtkommen und uns das merken können. 620 Schüler. Und Gesundheit. Und 93 Schüler sprechen Schwedisch. 93 Schüler sprechen Schwedisch. So, gefragt ist, ja, wie viel Prozent sind das? Das ist der Prozentsatz. Wir wollen die Prozentzahl rausfinden. Lösung. Jetzt seid ihr dran. Ich mache eine Pause. Wer das zu Hause das erste Mal sieht, der erinnert sich hier dieser Formel, entweder der roten Seite oder der Grundformel und macht das einfach und legt jetzt los. So, jetzt setzen wir ein und sagen, okay, der Grundwert, also alle Schüler 100% sind 620 Schüler. Kürzen wir ab, 620s. Mal klein p wissen wir ja nicht, wollen wir ja wissen. Durch 100 ist gleich. Und wir wissen, was diese Prozente, die wir noch nicht wissen, wert sind, nämlich 93 Schüler. So, jetzt umstellen. Alles tun, damit p alleine steht. Also mal 100 und durch 620 Schüler. Jetzt steht hier klein p alleine ist gleich 93 Schüler mal 100 durch 620 Schüler. Jetzt kürzen wir wieder, ich mache es farbig, durch Schüler ist 1, durch Schüler ist 1, eine 0 weggestrichen. Und jetzt müssen wir mal gucken, das geht. Wie könnte man das am besten machen? Durch 31. Durch 31 ist 2. Durch 31 ist 3. Oh, die 2 und die 10, die können wir auch nochmal kürzen. Das ist 1 und hier ist es 5. Und jetzt sagen wir, p ist gleich 15. Klein p ist gleich 15. Das heißt also, keine Dimension da dran. Keine Maßeinheit mehr. Die hat sich weggekürzt. Ist ja auch logisch, denn das ist ja nur eine Zahl. Die hier, diese, mal nochmal. Das ist ja nur eine Zahl hier. Eine lumpige Zahl, die wird durch 100 geteilt. Also auch nicht Prozent dahinter schreiben. Klein p ist 15. Im Antwortsatz würde man dann schreiben, das sind 15%. Machen wir das jetzt noch mit der anderen Variante. So wie hier oben. Nochmal mit der Verhältnisgleichung, dann geht das auch ganz schick. Nämlich, wir schreiben ganz einfach 620 Schüler. Entspricht 100%. 620 Schüler sind 100%. Gleich wird es verrückt, ich sag gleich was. Und 93 Schüler sind, klein p. Jetzt steht die gesuchte Größe unterm Bruchstrich. Was macht man? Stürzen. Stürzen heißt, ich sag's jetzt auch nochmal für die anderen, wir drehen Zähler und Nenner auf beiden Seiten. Unbedingt auf beiden Seiten, sonst darf man diesen Trick nicht anwenden. Um. Das heißt, neu steht dann 100% oben, 620 Schüler unten, klein p oben, und das ist angenehm, Gesundheit, und 93 Schüler unten, und jetzt kann ich wieder mal 93 Schüler nehmen und die gleiche Gleichung entsteht. Fragen?
Wenn einem dieses Missgeschick passiert, dass man es falsch rum hingeschrieben hat, dann nochmal richtig hinschreiben. Wenn man es gleich richtig hinschreibt, dass P oben steht, ne, dann wäre das auch so gelaufen. Noch irgendwelche Fragen, dann schließe ich das Video an der Stelle auch ab. Sollen sich doch die anderen dann freuen. Gut.